Also ich begrüße Sie alle recht herzlich, freue mich sehr, dass jetzt doch so viele Leute erschienen sind zu unserer Podiumsdiskussion. Thema ist Alternativen zur Vertafelung der Gesellschaft im Kontext der Finanzkrise. Ich freue mich erstmal sehr, dass Gabi Sohl von der Taz, ich weiß nicht, sehe, wo ist sie denn? Da, sich bereit erklärt hat, das Podium zu moderieren. Außerdem werde ich ganz kurz vorstellen, wer alles an der Diskussion teilnehmen wird. Das ist Sabine Wert, die Gründerin der Berliner Tafel. Pfarrer Storck von der evangelischen Heiligkreuzgemeinde, Heiligpassionsgemeinde heißt die, oder? Heiligkreuzpassionsgemeinde. Dann Mario Junglas, Direktor vom Deutschen Caritasverband, des Berliner Büros des Deutschen Caritasverbandes. Dann in der zweiten Runde begrüßen wir Professor Stefan Selke, den die meisten wohl hier schon kennen werden. Matthias Birkwald, Mitglied des Bundestags. Matthias W. Birkwald. Dann Anne Seeg, selber Tafelnutzerin, wird auch aus ihrer Sicht berichten. Dann in der dritten Runde Perspektiven Leopold Seiler, Finanzmarktexperte, Finanzberater, Microfinance-Pionier. Und da kann ich mir zwar nichts vorstellen, aber er kennt sich aus mit dem Thema Finanzmarkt. Dann Michael Bettig, selber Aktivist von der Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg, also. Und Professor Elmar Altvater, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch schon kennen werden. Dann würde ich das Mikro einfach an die Moderatorin übergeben. Vielen Dank, liebe Freundin. Gabi Sohl von der Taz. Ich würde gerne umgekehrt anfangen, als man das normalerweise tut. Man bedankt sich immer zum Schluss. Aber oft sind dann die Leute schon im Aufbruch und man muss sich bei so vielen auf einmal bedanken, dass die Hälfte untergeht. Und die Dame, die gerade die Veranstaltung eröffnet hat, Luise Molling, und Claudia Daseking von dem Bündnis zur Tafelkritik, diese beiden haben komplett dieses ganze Podium vorbereitet, die Einladungen, alle Logistik gemacht. Und ich danke euch sehr, weil sonst wäre das alles hier nicht so, wie es ist. Und ich würde mich sehr freuen, über einen Applaus. Dass wir so viele interessante Leute für dieses Podium gewonnen haben, ist eigentlich in der Taz, in der Journalie, sagt man bei sowas, das ist ein dickes Ding. Weil alle machen das natürlich ehrenamtlich und das machen wir, die auch, muss man so sagen, in der heutigen Zeit sich fast privilegiert fühlen müssen dafür, dass sie einen Job haben, wo wir mitten im Thema sind, was eigentlich der helle Wahnsinn ist. Aber dass hier wir alle das ehrenamtlich unterstützen, das ist vollkommen klar und das war null Diskussion mit irgendjemandem auf dem Podium, egal wie bekannt oder wie unbekannt. Anfangen kann man dieses Podium. Eine Sache würde ich gerne noch vorweg sagen, weil so viele Leute da sind und Sie kennen das, glaube ich, alle aus dem Fernsehen, es sitzen so viele Leute auf dem Podium und warten, bis sie endlich mal drei Sätze sagen können und das ist für beide Seiten seltsam. Und deshalb weiß ich, wir machen das so, wir haben drei Runden. Es wird einmal eine Runde geben zur Geschichte und zu den Vorteilen, den positiven Aspekten der Tafel. Dann wird es eine Kontrarunde geben, Kritik an der Tafel, was läuft falsch, was hätten einige gerne geändert, aus verschiedenen Perspektiven. Und dann wird es eine dritte Runde geben, Perspektiven, wo soll es hingehen, kann man die Tafelorganisation verbessern, verändern, gibt es andere Möglichkeiten, Armut zu lindern und langfristig politisch irgendwann zumindest sehr zu reduzieren. Abschaffung ist, glaube ich, ein großer Traum. Und nach jeder Podiumsrunde gibt es eine Publikumsrunde. Und dann lasse ich das Mikrofon rumgehen und dann sind Sie eingeladen, zu dem Pro, dem Contra und dann zu den Perspektiven Ihre Fragen an die Podiumsgäste zu richten oder einen kurzen Kommentar zu geben, was Sie denken, was wichtig ist oder was wir auf dem Podium vergessen haben. So. Vergessen darf man nicht bei dieser ganzen Diskussion Sabine Wert, die heute ganz in Weiß gekommen ist, weil ihre Mutter Geburtstag hat und Schwarz nicht mag, hat sie gerade verkündet. Und dann kommt sie natürlich komplett in Weiß. So ist sie, wenn sie was macht, dann hundertprozentig. Vor 20 Jahren hat es angefangen damit, wir haben vorher telefoniert, sie hat mitbekommen, es gibt in den USA, in New York, eine Bewegung, die praktisch für Obdachlose das Tafelprinzip erfunden hat, in Anführungszeichen. Und sie hat am Anfang gedacht, das ist eine kurzfristige Sache, das mache ich in Deutschland auch, würde ich gerne machen, aber als absolute Notlösung. Und sie wird gleich erzählen, wie sich das für sie entwickelt hat in den letzten 20 Jahren und sicherlich auch noch mal ein paar Takte dazu sagen, was sie selbst gerne vielleicht auch verändern möchte in der Tafel, so wie sie sich heute gestaltet. Was vielleicht wichtig ist zur Einleitung,
Sie ist Sozialarbeiterin, sie hat aber ein eigenes Unternehmen, deshalb kann sie das machen, ehrenamtlich die Tafel da im Vorstand sitzen und nach außen immer auch die Tafel repräsentieren, dass alle inzwischen sagen, das ist Frau Tafel. Und entstanden ist das Ganze aber durch ein RBB-Interview. Und damals hatte jemand sie wohl gefragt, die Kollegin, wer immer da interviewt, hat gesagt, ja, würden Sie denn auch mit den Kirchen zusammenarbeiten? Und da hat wiederum jemand anders drauf reagiert und dann kam eine Riesengeschichte ins Rollen, das, was wir jetzt heute bewundern oder beschimpfen oder kritisieren, aber auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen müssen, eine große Speisung von inzwischen über 1000 Tafeln. Als kleine es sind nicht die Tafeln aus dem Verband, da wird sie gleich einsteigen. Kommt auf die Bühne. Herzlich willkommen, Sabine Wehrt, Gründerin der Tafel. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Eine kleine Korrektur. Der RBB ist 2004 mit dem Interview gewesen. Wir haben aber 1993 uns gegründet. Die Berliner Tafel hat ursprünglich ausschließlich soziale Vereine oder Organisationen oder Projekte unterstützt. Das heißt, die Berliner Tafel ging am Anfang überhaupt nicht von der Unterstützung armer Menschen mit Lebensmitteln aus, sondern wir haben diese amerikanische Idee genau so genommen, wie sie dort auch durchgeführt wurde. Wir haben Lebensmittel gesammelt und sie Obdachloseneinrichtungen zur Verfügung gestellt. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich aber immer mehr andere soziale Vereine, die gerne Lebensmittel haben wollten. Und zwar ging es diesen Vereinen nicht darum, ihren Klientinnen und Klienten die Lebensmittel mit nach Hause zu geben, sondern denen ging es darum, einmal in der Woche gemeinsam zu kochen oder einmal die Woche ein Frauenfrühstück anzubieten oder irgendwie sowas. Und der Senat hat damals schon, beziehungsweise die Bezirke, die Unterstützung dieser Organisation derart finanziell runtergefahren, dass die genau diese Dinge überhaupt nicht mehr machen konnten. Und deshalb haben wir gesagt, ja, tolle Idee, dann nehmen wir die zu den Obdachlosenorganisationen noch dazu. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Wir hatten zeitweilig 400 soziale Einrichtungen, die wir in Berlin mit Lebensmitteln unterstützt haben. Es waren dann irgendwann nur noch 300. Die 100 waren nicht etwa plötzlich unabhängig von uns geworden und haben sich selber finanzielle Mittel oder Lebensmittel organisiert, sondern die waren einfach platt gemacht, schlicht und ergreifend. Friedrichshain zum Beispiel hat irgendwann mal sämtliche Kinder- und Jugendeinrichtungen gleichzeitig geschlossen. Das ist skandalös, das ist absolut schlimm. Die brachen natürlich dann automatisch auch bei der Versorgung bei uns raus. Wir haben in der ganzen Zeit immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir diese Form der Unterstützung nur leisten können wollen und müssen, weil die Notwendigkeit da ist, nämlich weil die Einrichtungen einfach die finanziellen Mittel gar nicht haben. Im Laufe der Zeit hatten sich dann in anderen Städten Tafeln gegründet und in kleineren Städten haben diese Tafeln Bevölkerung unterstützt mit Lebensmitteln. Das heißt, wann hat das genau angefangen? Weil Sie haben das ja alles schon so oft erzählt, da muss ich mal dazwischen. Also wann von den Jahreszahlen? Weil ich bin gerade auch durcheinander gekommen. Also wann haben die Tafeln, wo wirklich sich Leute anstellen und versorgt werden, wann genau hat das angefangen? Keine Ahnung. Weil die ersten Tafeln, die sich nach der Berliner Tafel gegründet haben, waren in großen Städten. Und in großen Städten wurden ausschließlich soziale Einrichtungen unterstützt. Ausschließlich. Es kamen dann aber kleinere Städte dazu und in diesen kleineren Städten gab es gar keine sozialen Einrichtungen oder so gut wie keine, weil es irgendwie anders organisiert war oder aber von vornherein kirchliche Organisationen waren, die von der Bedürfnislage offensichtlich her anders strukturiert waren. Ich weiß nur, ich habe 95, die damals existierenden 35 Tafeln nach Berlin eingeladen, weil ich gesagt habe, lasst uns mal einen Bundesverband gründen, denn solange wir noch so wenige sind, ist es übersichtlich, aber wir müssen einfach versuchen, da eine gemeinsame Linie reinzubringen. Und da waren Tafeln eben in den neuen Bundesländern inzwischen dabei und die Bewegung, Menschen mit Lebensmitteln zu unterstützen für den privaten Bereich, fing in den neuen Bundesländern an, es fing nicht in den alten Bundesländern an. Und stimmt es, dass in den alten Bundesländern, gerade da, wo zurzeit die Armut am heftigsten ist, die Tafel am wenigsten vertreten ist, habe ich gelesen? In den neuen Bundesländern? Mhm. Nö, so nicht mehr. Inzwischen nicht mehr. Was ich erschreckend finde, ist, die größte Tafeldichte ist in Bayern. Die Bayern, die so stolz drauf sind, so wenig Schulden zu haben, so ein tolles funktionierendes System zu haben, die haben inzwischen die größte Tafeldichte.
die zweitgrößte Dichte in den Bundesländern ist in Nordrhein-Westfalen. Das finde ich logisch. Und wenn Sie jetzt zurückgucken auf diese 20 Jahre, es wird ja auch gesagt, die Tafel hat sich eigentlich zu so einer Marke entwickelt. Da können manche Firmen nur von träumen. Und nun ist es aber auch kein Wunder, dass Firmen davon träumen, weil es ist ja nicht nur Küche jetzt bei Tafeln und Kinder haben wir auch inzwischen und Kirche, sondern es ist auch McKinsey daran beteiligt gewesen, an der Entwicklung. Diese blöde Diskussion. Nee, das ist aber, so blöde kann die aber nicht sein, weil das ein Verdi, das ist einfach die Frage, wie ist das entstanden und warum war Ihnen das wichtig, diese Beratung dabei zu haben? McKinsey, der Chef von McKinsey München, hat ein, oder McKinsey Deutschland, weiß ich nicht, Düsseldau, ich weiß nicht, wovon er der Chef war, hat ein Interview mit mir gehört 1994. 1994, da gab es vielleicht 7 Tafeln. Ja? Und da rief der an und sagte, ich finde die Idee total gut, wie können wir sie unterstützen? Und da habe ich gesagt, es wäre total klasse, wenn wir einen Leitfaden zur Gründung einer Tafel hätten. Damit es einfach mal so eine ähnliche Struktur bei dem Ganzen gibt. Und da haben die gesagt, okay, das machen wir. Wir hatten nie eine McKinsey-Beratung. Ganz im Gegenteil, als ich 1995 den Bundesverband angetreten habe, hat McKinsey gesagt, raten wir ihn davon ab. Da habe ich gesagt, wieso? Da meinten die, na, weil sie noch keine Struktur haben. Da sage ich ja eben, die will ich ja mit dem Verband schaffen. Also ich habe von vornherein da nichts drauf gegeben. McKinsey hatte damals übrigens noch nicht ganz so einen schlechten Ruf wie danach. Und wenn wir sagen, also es gibt sogar Stimmen, die sagen, McKinsey hat die Tafeln gegründet, habe ich auch schon bei Diskussionen gehört. Unterirdisch, absolut blöd. Wenn ich diese Unterstützung, die mehr eine ideelle war, weil wir haben diese Leitfäden gekriegt und das war's, danach hat sich McKinsey nie wieder um uns geschert. Aber Verena Schäfer war doch in der Beratung, oder? Und Vera Schäfer hat damals diesen Leitfaden geschrieben. Das war's. Das war keine Beratung, sondern es war ein Zusammentragen aller Hintergründe, wie, was sagt die Hygiene zu sowas, was sagt die Steuer zu sowas, wie kann ich es versuchen, bürgerschaftliches Engagement in meiner Umgebung zu aktivieren, so eine Geschichte. Das war verschriftet, aber sie hat nicht dagestanden und gesagt, macht es so. Ein Beratungsleitfaden, der hat ja bestimmt nicht 4 Seiten, sondern schätzungsweise über 80. Schätzungsweise? Und? Da war zusammengetragen, was die Tafeln gemacht hatten und nicht, was McKinsey uns empfohlen hat. Also lassen wir mal schön den Ball flach. Die Diskussion um McKinsey, finde ich, ist ein Nebenschauplatz, der absolut albern an dieser Stelle. Das, also Frau Robert, da muss ich Ihnen sagen, Taz, die Tageszeitung, das ist es nicht. Weil wenn wir über den Markt reden und über Armutsökonomie und über das, was Sie auch... Ich meine, Sie sind ja ein wunderbares Beispiel für eine geglückte, sozial engagierte PR. Und das machen Sie ja auch gerne und das machen Sie gut. Und mit und ohne, oder ohne McKinsey hätten Sie das geschafft. Aber für die Kritiker ist das natürlich, und das werden wir in der zweiten Runde, werden wir das auch nochmal hören, ist das natürlich ein rotes Tuch, wenn man dann hört, Unternehmensberatung, was jetzt im Moment total en vogue ist, das wissen Sie ja auch, und die Firmen freuen sich ja, wenn sie Ihnen was spenden können, weil das soziale Image nach oben geht. Das bestreite ich gar nicht. Genau, und das ist natürlich der Knackpunkt, das kann man sagen, naja, soll es doch nach oben gehen, Hauptsache die geben was. Auf der anderen Seite gibt es da natürlich politisch auch schwere Bedenken, wo die Leute sagen, na bitteschön, die waschen sich rein, auf der anderen Seite entlässt Rewe. Wie gehen Sie denn selbst mit diesem Widerspruch um? Mit dem Widerspruch, muss ich ganz ehrlich sagen, lebe ich. Also den lebe ich in der Tafelarbeit, den würde ich privat so nicht leben. Aber im Interesse der Sache lebe ich es, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also das ist klar, die Firmen, die wir unterstützen, da könnten wir an allen Kritik üben, ganz bestimmt. Also wenn Kaisers durch die Medien geht, weil eine Verkäuferin entlassen wird, weil sie 1,20 an Pfandbons privat eingelöst hat, dann ist es skandalös. Gleichzeitig stehe ich dann im Zweifelsfall mit dem Chef von Kaisers Hengelmann an dem Tag vor der Kamera und lächle und bedanke mich für das Geld, was sie über ihre Kundinnen und Kunden gesammelt haben. Genauso war es ganz am Anfang, McKinsey, wie gesagt, McKinsey 94 hatte ein anderes Image, also war bei Weitem noch nicht so schlimm. Ja, die haben aber damals das Gleiche gemacht, was sie jetzt machen, die waren nur noch nicht so bekannt.
Also in den USA war ja. Da schon sehr, also da hat sie nichts, diese Idee haben sich nicht geändert. Wir wären als Tafel ganz bestimmt nicht, hätten wir uns nicht so entwickelt, wenn wir nicht ganz bestimmt auch einen gewissen Spagat gemacht hätten, ganz sicher. Ja, und ich glaube, also was ich mir wünschen würde heute Abend und auch nachher, wenn Sie im Publikum dann Ihre Meinung sagen, dass wir versuchen, so nah an der Wahrheit dran zu bleiben wie möglich. Also weil sonst kommen wir sowieso nirgendwo hin. Ja, die Frage ist nur, worüber wir diskutieren. Ob wir über Tafeln und gesellschaftliche Situationen in Bezug auf Armut diskutieren oder ob wir jetzt über Firmenpolitik reden. Also das halte ich schon noch für eine andere Diskussion. Also ich hatte gehofft, dass wir heute über Tafeln, Sinn und Zweck von Tafeln und der Zukunft unseres Sozialstaats reden und welche Rolle Tafeln spielen oder eben nicht mehr spielen. Aber nicht zwangsläufig nur über die Armut. Nein, natürlich nur nicht. Also nur, jetzt ist McKinsey für mich auch erledigt. Ich wollte wissen, was Sie dazu sagen, weil das nur mein Fakt war. Wir kommen natürlich automatisch auf alle anderen dann auch. Also natürlich. Es würde weiter, weil wir haben natürlich Unterstützung. Heutzutage sind ja nicht die kleinen Händlerinnen und Händler von der Ecke, die uns unterstützen. Die sind es in der Regel nicht, weil die sich das gar nicht leisten können, beziehungsweise weil die innerhalb ihres sozialen Netzes das verteilen, was übrig ist bei ihnen. Es geht um die Großen, die uns bundesweit unterstützen. Und da kommen wir von den einen auf die anderen. Deshalb wollte ich da einfach nur sagen. Okay. Sie wollten winken, lassen Sie uns doch trotzdem weitermachen, weil ohne die geht es nicht. Das sehe ich auch. Also so wie das Prinzip, wie Sie es aufgebaut haben, geht es nicht ohne die Großen. Wie es sich entwickelt hat. Und wenn ich jetzt den zweiten Podiumsgast zu uns jetzt hier hochdrücken will, Frau Wert bleibt ja hier, und auch wenn nachher die anderen Runden, dann sind Sie im Publikum natürlich auch immer eingeladen, Frau Wert, Ihre, ne, weil Sie sind immer, haben das begleitet die ganze Zeit, also Sie bleiben schön hier. Sie können. Wollen Sie zu Ihrem Schild, genau. Das ich wollte zu meinem Namen, zu Ihrem Schild. Ich habe so ein Identitätsproblem sonst, ja. Also ja, es ist klar, das dachte ich, deshalb lasse ich das jetzt liegen, bringe ich jetzt was durcheinander. Also ich gehe zu meinem Namen. Sie gehen zu Ihrem Namen, das ist gut. Jetzt bitte ich, dass der Name und der Mensch, der Pfarrer Peter Storck, zu uns hier nach oben kommt. Herzlich willkommen, Peter Storck. Pfarrer der Gemeinde Heiligkreuz Passion, das ist richtig, ne? Und das ist eine sehr schöne Kirche, schräg gegenüber der Mareinicke-Halle. Und in dieser Kirche, das war die dritte Ausgabestelle überhaupt in Berlin, der Tafeln, ist richtig, glaube ich. Sie waren eine der ersten dreien. Und von Leib und Seele, da sehe ich es wieder bei Ihrem Namen und bei der Marke, von Leib und Seele selbstverständlich. Und da ich mich ja nun vorbereitet habe und wissen wollte, wie ist das denn, bin ich gestern, weil ich ja Glück habe, gestern war von 12 bis 1 Ausgabe und da hatte ich Zeit und bin hingegangen. Und ich muss Ihnen sagen, ich hatte schon vorher gehört, dass Ihre Kirche das auf eine sehr angenehme, sehr respektvolle Art und Weise macht, was man von nicht allen Ausgabestellen wohl sagen kann. Da werden wir nachher mehr drüber hören. Und nun war ich da und es war wirklich sehr schön. Ich wollte jetzt da nicht groß Theater machen, sondern ich war Touristin, habe mir die Kirche angeguckt und einfach die Stimmung auf mich wirken lassen. Und habe mich erstmal gefreut über die Atmosphäre. Wie sind Sie dazu gekommen, das so zu machen, wie Sie es jetzt machen? Dazu gekommen sind wir eigentlich durch den Skandal der Hartz-IV-Gesetze, schlicht und ergreifend. Und dass wir gesagt haben, wir haben immer gesagt, wir müssen von denen, die davon betroffen sind, denken. Und von denen, die davon betroffen sind, denken, heißt, ja, wenn man einseitig vom Staat abhängig ist und eben der jeweiligen Regierung, die diese oder jene Grundsicherung beschließt, dann ist man eben abhängig. Und wenn wir von Anfang an gesagt haben, die Regelsätze sind zu klein, wir haben diese Zwangsmaßnahmen, wir haben viele andere Dinge, dann mussten wir nach Möglichkeiten suchen, wie Menschen damit überleben. Das hieß nicht, dass wir mit einer Tafelausgabe kann nie und nimmer vernünftige Regelsätze und eine vernünftige Grundsachen ersetzen. Aber wir haben immer gesagt, die Leute müssen
irgendwie ein Netzwerk bilden, wo sie aktiv sein können, wo sie sich treffen können, wo sie auf sich selber organisieren können und wo sie sich selber etwas organisieren können. Und wir haben noch ein anderes Projekt, die Gitschiner Straße 15, wo Arbeitslose Kunst machen und wo wir praktisch schon lange von der Tafel auch eins dieser Projekte, also ohne die Tafel hätten wir da zum Beispiel unser Café gar nicht betreiben können. Und das ist eben auch etwas, was nicht staatlich gefördert wird, was aber Leute aus einer Versorgungshaltung in eine Aktivität bringt. Und so haben wir dann auch gesagt, okay, also wenn wir eine Tafelausgabe machen, dann müssen wir die auch so machen, dass nicht die einen auf der einen Seite stehen und mildtätige Gaben geben. Das ist in der Struktur immer drin, aber sondern dass wir einen möglichst hohen Selbsthilfe- und Selbstaktivierungsanteil haben. Und mein Traum einer idealen Tafelstelle ist der, dass es sie nicht mehr gibt. Aber der zweitwichtigste ist eigentlich die, dass ich immer sagen würde, da treffen sich Leute, da verabreden sich Leute, da helfen sich Leute und da gestalten sie auch diesen Ort so, wie es ist. Ich finde es als Christ, muss ich sagen, schon skandalös, dass so viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Ich finde das ökologisch eine Problematik, ich finde es aber auch, Lebensmittel sind eben Mittel zum Leben und nicht zum Wegschmeißen und sie sind mehr als Konsumgüter. Und dieser schlichte Gedanke, einfach diese Dinge umzuverteilen, hat eine bestechende Wirkung für die, die sich da engagieren und für die, die kommen. Weil sie eben, also ich habe jetzt gerade, mir hat gerade jemand gedankt, die hat ihre Ausbildung fertig gemacht, das Jobcenter hatte ihnen diese Fortbildung nicht finanziert, die hatte zwei Kinder, die sagt, ich bin jetzt fünf Jahre da gewesen, ich habe jetzt hier gerade meinen Master gemacht und bin aus meiner Pleite, meines Betriebes raus und habe endlich wieder was geschafft. Das sind natürlich seltene Erfolgsgeschichten. Wir haben dieses Elend der Massenarmut. Und ich sage auch, ich finde es furchtbar, also ich finde zwar arm gespeist ist gut, aber Tafelbashing finde ich scheiße. Sag ich mal ganz klar, weil ich sage, wenn wir die Grundsicherung erheben müssen, dann müssen wir mit Steuern steuern. Dann müssen wir eine andere Sozialpolitik machen. Dann müssen wir über eine Vermögensabgabe reden. Dann müssen wir sehen, dass nicht nur Arbeit besteuert wird, sondern auch Vermögen. Dass es eine einmalige Vermögenssache gibt. Das sind doch die gemeinsamen Aufgaben. Aber wir müssen doch sehen, Leute müssen in dieser Massenarmut überleben. Und ich möchte nicht, dass die... Also ich finde es nach wie vor ein furchtbares Elend, in diesen Mülleimern zu... Das wollen wir Verhältnisse wie in diesen neoliberalen Staaten haben, dass noch mehr in den Mülleimern gewühlt wird. Es geht nicht. Also zwischen Tafelbashing und Tafelkritik beziehungsweise Reflexion darüber, was könnte vielleicht anders gemacht werden, da gibt es ja einen großen Unterschied. Ne? Also Bashing, glaube ich, betreibt hier jetzt, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Aktionsbündnis an Bashing interessiert ist, sondern an einer wirklichen Auseinandersetzung darüber, wo sind die Tafeln, und da, Frau Wert, müssen Sie, glaube ich, auch noch was dazu sagen, bevor wir den dritten Gast der ersten Runde aufs Podium bitten. Die Tafeln halten das System, die Tafeln ändern ja nichts an der Armut, ne? Und das können sie auch gar nicht. Ne? Die Tafeln geben Essen aus, Punkt. Aber natürlich, sie lindern Armut von vielen tausend Menschen in dieser Stadt. Ich muss Ihnen da widersprechen. Jeden Tag viele tausend Menschen. Denn wir erleben es, wo es Essen gibt, kommen die Menschen. Weil sie wissen, wenn ich mir das Essen da kriege, dann kann ich was anderes mit dem wenigen Geld machen. Also es lindert, wollte ich sagen, aber es ändert nichts an den Grundbedingungen der Armut. Und das ist ja das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wie? Bitte? Was? Familien mit Kindern auf dem Weg liegen als einzige Person, die dann kommt. Ja, aber das müssen Sie dann auch kriegen. Vielleicht sagen Sie nochmal mit diesem, Sie lindern, aber im Grunde genommen geht die Armut ständig weiter, wächst und Sie können daran nichts ändern. Wie gehen Sie nach 20 Jahren damit um? Sie sagten ja eingangs schon, ich bin Sozialarbeiterin.
innerhalb der Sozialarbeit stabilisieren wir immer Systeme. Wir stabilisieren mit allem, was wir in dieser Gesellschaft tun, Systeme. Das Einzige, was eine Gesellschaft nicht an der einen oder anderen Stelle stabilisiert, ist Anarchie. Ansonsten müssen wir damit leben, dass wir mit dem, was wir tun, auch stabilisieren. Ich glaube aber nicht, dass wir Armut verfestigen. Ja, ist Ansichtssache, können wir gerne drüber reden. Nein, ich fordere eine Veränderung der Gesellschaft. Ich fordere, dass wir zum Beispiel kostenlose, also dass innerhalb des Bildungswesens für die Kids eine Bildungs- und insgesamt Freiheit, also die Lehr- und Lernmittel, jetzt habe ich endlich das Wort, Lehr- und Lernmittelfreiheit existiert. Ich erwarte, dass unsere Kinder die Schulspeisung kostenlos kriegen, dass das nicht erst umständlich über bürokratische Hürden beantragt werden muss. Ich erwarte von unserer Gesellschaft, dass wir zurückfinden zu Gemeinsamen, was wir durchaus mal zeitweilig hatten. Es geht uns in diesem Land wirtschaftlich gut genug, dass wir für alles wirklich sorgen können, sodass auf die Art und Weise Armut gelindert würde und vor allem diese Schamsituation auch wegfallen würde. Auch die Tatsache dann, dass die Menschen zu Tafeln gehen oder zu Ausgabestellen gehen. Ich sehe es nicht so sehr als wahnsinnsschambesetzte Situation an, aber ich wünschte mir, dass es nicht nötig wäre. Und dazu gehört aber eine gesamte gesellschaftspolitische Diskussion, die nicht an einzelnen Stellschräubchen drehen darf, sondern die muss insgesamt geführt werden. Und wir müssen erreichen, dass endlich mal die Ressorts sich zusammensetzen, wirklich was verändern, wirklich bemüht sind, dass die Politik wirklich bemüht ist, mal was verändern zu wollen und nicht nur für eine Legislatur und das eigene Mandat. Ein Mitglied der Politik haben wir nachher auch da, aber ich würde jetzt, wenn wir mal kurz vorher, bevor der Kollege von der Caritas kommt, Sie wollten sagen, dass der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband damit ganz anders umgeht. Ich finde sympathisch, was Sie jetzt eben gesagt haben, aber ich vermisse, dass die Tafeln genau mit solchen Forderungen und auch Berechnungen über ihn an die Öffentlichkeit gehen, wie es der Paritätische Wohlfahrtsverband tut. Herr Schneider ist ja einer, der sehr oft, Gott sei Dank, entsprechend auch befragt wird. Und dann gibt es die Untersuchungen von Martens und anderen, die genau berechnen, dass das, also was im Regelsatz etwa vorgesehen, nicht reicht und so weiter. Diese Stimme vermisse ich von Seiten der Tafelbewegung in Deutschland. Und im Übrigen, ich darf vielleicht kurz noch an der Stelle hinweisen darauf, es gibt manchmal so Tendenzen, die ich verstehen kann, sich selber zu loben. Ich glaube, wir hatten selber mal einen Mailwechsel, kurz miteinander, als Sie im Jahr 2008 gehofft hatten, in einer öffentlichen Anzeige, die Sie gestaltet haben, hoffentlich machen wir 15 Jahre weiter. Ne? Ach, das muss ich dann erläutern. Entschuldigung. Sie hatten eine zum 15-jährigen Bestehen der Tafelbewegung in Berlin, eine Anzeige geschaltet, unter anderem im Freitag in Neuen Deutschland und in der Jungen Welt. Da haben sie sich erstmal bedankt bei sich selber für die tolle Mitarbeit und haben gesagt, wir freuen uns auf die nächsten 15 Jahre. Das ist also, wir freuen uns auf 15 Jahre weitere Almosen mit Hilfe der Tafel. Und sie haben niemals, ich weiß es nicht, gefordert, wir wollen einen Regelsatz von 600, der so einigermaßen menschenwürdig wäre. Ja, dürfen Sie, auf jeden Fall. Wollen Sie denn 600? Sonst gehe ich wieder zu... Nein. Also, ich hatte die Situation gestern schon, als ich mit Stefan Selke beim RBB ein Rundfunkinterview hatte. Ich bin hier nicht für den Bundesverband. Was zum 15-Jährigen an Anzeige geschaltet wurde, keine Ahnung, das hat der Bundesverband gemacht. Ich würde die Diskussion bitten, dann auch mit dem Bundesverband zu klären. Natürlich ist es so, dass wir aus einer bestimmten Situation heraus dann auch uns im Zweifelsfall wünschen würden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir nicht, dass die Tafel noch 20 Jahre existiert. Abgesehen davon, dass ich im Augenblick nicht wüsste, wer sie übernehmen sollte, gerade in Berlin, denke ich mal, wäre es schön, wenn wir sie irgendwann nicht mehr hätten. Dazu muss aber eine Menge passieren. Ihrem Ansatz des Paritäters, der Bundesverband ist Mitglied des Paritätischen. Es wäre also auch an dieser Stelle möglich, dass der Bundesverband sagt, na, der Paritäter sagt ja stellvertretend für uns genau das, was wir dann auch meinen. Das wäre also zum Beispiel eine Möglichkeit. Und jetzt gucken wir doch mal, wie alt ist der Paritäter?
Wie alt sind die Tafeln? Also auch da müssen wir doch bitte schön den Ball ein bisschen flach halten. Die Caritas ist gerade 120 Jahre alt geworden. Die Diakonie ist sicher auch so alt. Der Paritäter sehr viel jünger, aber dennoch sehr viel älter als 20 Jahre. Sie haben durch Ihre Mitglieder ganz andere finanzielle Mittel. Das heißt, Sie können Studien erstellen, Sie können die Leute gut bezahlen dafür, dass sie gute Äußerungen machen. Wir arbeiten ehrenamtlich, auch unser Bundesvorstand arbeitet ehrenamtlich. Und da müssen wir dann schon gewisse Abstriche machen. Sie haben ganz bestimmt recht, dass unser Bundesvorstand den Mund politisch öfter vernehmbar öffnen muss. Das sage ich ihm seit Jahren. Inzwischen ist er ein bisschen besser geworden. Wir gucken mal. Wir haben im Juni Vorstandswahl. Ich bin gespannt, was danach rauskommt. Aber ich bin nicht verantwortlich für den Bundesverband. Und ich bin der Meinung, dass ich politisch ziemlich laut rede. Okay, das ist eine klare Antwort. Jetzt bitte ich aufs Podium ein Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, eines der ganz großen, nämlich die Diakonie in Person, von Herrn Mario Junglas, Direktor der... Caritas, ja, Caritas. Sie hat mich gerade, ich war noch bei Ihrem Statement mit der Diakonie und bei ihm mit dem Paritätischen. Also, der Caritas-Verband, herzlich willkommen, Mario Junglas. Sie sind, und da weiß ich jetzt, was ich sage, es sei denn, es hat schon wieder irgendjemand was Falsches geschrieben, Jurist und Theologe. Das ist eine sehr schöne Kombination. Ja, weil eine sehr alte. Ja. Wieso sagen Sie eine sehr alte? Die kommt in der Kirche seit Hunderten von Jahren vor. Das heißt, Thomas Morris dürfte der bekannteste Vertreter dieser Kombination sein. War das Ihre Motivation, dass Sie die Geschichte der Kirche so motiviert, dass Sie gesagt haben, das will ich unbedingt beides verbinden? Nee, da gibt es andere Motive für, die liegen aber im privaten Bereich, deswegen breite ich sie jetzt nicht aus. Das müssen Sie auch nicht. Müssen die Armen und Bedürftigen einiges ausbreiten, wenn sie zu den Tafeln kommen? Ja, das ist eines der Probleme, das wir haben. Zur Tafel zu gehen, ist nicht ein, sagen wir mal, emotionsfreies Unterfangen. Sondern Sie müssen in vielen Fällen, müssen Sie eine Bedürftigkeitsprüfung nochmal über sich ergehen lassen. Und das nimmt zum Teil Formen an, wo man sagen muss, das ist diskriminierend. Also wir kennen Fälle, wo Tafeln es eingeführt haben, dass Bedürftige einen Button tragen müssen, auf dem die Kinderzahl erkennbar ist. Damit die also nicht im Einzelnen erfragt werden müssen, man an der Theke sofort erkennt, ah, drei Kinder, macht einen Anspruch von. Das ist etwas ganz anderes als das, was, glaube ich, Sie machen. Und da haben wir im Grunde die ganze Bandbreite der Problematik. Wo passiert das mit diesem Kinderbutton? Wo wird der getragen? Würde ich jetzt nicht... Aber hier in unserer Stadt oder... Kenne ich nicht aus Berlin. Kenne ich nicht aus Berlin. Bin ein bisschen erleichtert, aber wo immer das sonst stattfindet, nein, ist ja schon erschreckend. Aber Sie haben zum Beispiel auch die Differenzierung nach roter Karte, grüner Karte, dass die mit den grünen Karten zuerst quasi bedient werden, dann die mit der roten Karte das bekommen, was noch übrig ist und so. Das sind alles Mechanismen, die... wie bitte? Genau, die Inhaber der roten Karte empfinden es so, wie ich es geschildert habe. Ja, es geht um das subjektive Empfinden von Diskriminierung. Ich will gar nicht behaupten, dass man Tafeln ganz groß anders betreiben könnte, ohne solche Regularien. Ich mache nur darauf aufmerksam, das sind Probleme, die einfach da drin stecken. Und deswegen muss ein Hauptaugenmerk sein, diese diskriminierenden Elemente, diese beschämenden Elemente so weit runterzuzonen, wie es nur irgendwie geht. Also wir können uns nicht erlauben, Tafeln zum Beispiel mit öffentlich wahrnehmbaren Warteschlangen, ja, dass jeder im Vorbeigehen sieht, der und der und der gehört dazu. Wir können uns nicht erlauben, eine Wiederholung von intensiven Bedürfnisprüfungen. Tatsächlich aber stecken wir in Systemen drin, die uns da nicht völlig rauslassen. Und da muss man, glaube ich, ganz nüchtern auch sagen, das klingt so ein bisschen wie das, was Sie gesagt haben, wir sind Teil eines Systems, das wir verändern wollen. Wir sind aber nicht unbedingt in allem Motor der Veränderung, sondern wir sind auch Hindernisse der Veränderung in den Strukturen.
Nur das ist gut, normal. Dass Sie Jurist sind, das ist ja fantastisch. Ja, aber das ist, bei allem Respekt, das ist normal. Sie können einem Menschen nicht aus dem Dreck helfen, ohne sich selber die Schuhe schmutzig zu machen. Sie verstricken sich, wenn Sie sich auf solche Strukturen einlassen, so oder so. Wenn Sie sich ganz raushalten, dann bleiben Sie die Antwort schuldig, wieso helfen Sie den Menschen nicht, obwohl Sie die Möglichkeiten dazu haben. Wenn Sie innerhalb von existierenden Systemen helfen, dann müssen Sie die Frage beantworten, wie können Sie das verantworten. Gleichwohl gibt es Grenzen, die meines Erachtens nicht überschritten werden sollten. Und dazu gehört zum Beispiel eine Missachtung der Würde der Betroffenen oder eine klare Einteilung in Gebende und Nehmende, die gewissermaßen durch den Tresen zementiert wird. Ja, eine gute Tafel hat einen durchlässigen Tresen. Das heißt, die Kunden von heute sind die Helfer von morgen. Da muss Austausch möglich sein. Und ich glaube, eins ist wahrscheinlich völlig unumstritten, auch ein entfalteter Sozialstaat wird nicht alle Notlagen rechtzeitig angehen können. Es wird immer Lücken geben, es wird immer Probleme geben, wo sie mit kleinteiligen Hilfen ran müssen, um eine akute Notlage zu beseitigen. Und das möchte ich betonen, akute Notlage, darum geht's. Und solange das der Mittelpunkt ist, denke ich, ist das Tafelengagement eine gute Sache. Sobald aber irgendwo in der Gesellschaft Kräfte Tafeln gewissermaßen sozialpolitisch verrechnen, Sozialämter anfangen zu empfehlen, geh doch zur Tafel, geh doch zur Kleider. Das läuft ja schon längst. Ne? Eben. Da muss man sagen, nein, Tafeln, Kleiderkammeln, ähnliche existenzunterstützende Dienste können nie sozial notwendiges sozialstaatliches Engagement ersetzen. Würden Sie denn auch sagen, da Sie nun mal für Caritas, und Caritas hat ja nun viele Mitarbeiter und auch viele Tafelnutzer, die mit versorgt werden, es gibt diese Carisat-Läden, die Sie gegründet haben und die Karten ausgeben, das muss man aber nur einmal im Jahr und dann ist das zumindest erledigt und dann kann man dort einkaufen. Und haben Sie als Caritas-Direktor jetzt hier in Berlin, haben Sie das Gefühl, dass Sie von der Regierung, von unserem Staat, auf eine Art und Weise in die Pflicht genommen werden, die weit hinausgeht über ihre an sich kirchliche, seelsorgerische Arbeit? Ich weiß nicht, was Sie mit dieser Unterscheidung kirchlich-seelsorgerisch anzielen. Also Caritas-Arbeit gehört zum Zentrum der Kirche, ne? Wie Liturgie und Verkündigung. Ich habe mal für die Diakonie gearbeitet, das haben wir mir auch versprochen. Also mir ist das schon klar. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Kirche hat ja immer karitative, deshalb heißen sie ja auch so, karitative Aufgaben übernommen in der Geschichte ständig. Ja. Ob nun evangelisch, katholisch, das hat die Kirche, die christliche immer gemacht. Die muslimische tut es übrigens auch. Die jüdische tut es, das tut jede große Religion. Aber was wir ja jetzt erleben und warum es überhaupt dieses Bündnis gibt oder letztendlich auch warum es diese Tagung gibt, ist, dass der Staat, unser deutscher Staat, sich zurückzieht aus einer Verantwortung, von der wir geglaubt haben, diese sozialstaatliche Verantwortung wird bleiben und das ist ein verbrieftes Recht unserer Bürger. Und plötzlich stellen wir fest, eine wachsende Menge von Menschen, da wird immer so schön gesagt, die rutschen ab, aber da gibt es inzwischen nichts mehr zu rutschen, weil die sind einfach angekommen an einer Stelle, wo es um die nackte Existenz geht. Und deshalb meine Frage, haben Sie das Gefühl, dass Sie von staatlicher Seite auch, drehen wir es mal andersrum, dass Sie im Stich gelassen werden und viel mehr machen müssen, als eigentlich von der karitativen Aufgabe notwendig? Also das könnten Sie im Grunde auf alle sozialen Felder ausdehnen. Ob wir jetzt in der Pflege sind, ob wir im Gesundheitswesen sind, das ist eine Auseinandersetzung, die auch öffentlich geführt wird, dass wir sagen, so wie die Finanzierung all dieser Hilfen im Moment angelegt ist, so kann sie nicht so durchgeführt werden, dass wir zu einer befähigenden Arbeit kommen, dass wir zu einer ganzheitlichen Arbeit kommen, dass wir zu einer Arbeit kommen, die vor allen Dingen daran interessiert ist, dass Menschen in ihren Möglichkeiten, in ihrer Kompetenz so gestärkt werden, dass sie einen Ausweg finden aus dieser Notlage, einen nachhaltigen und dauerhaften Ausweg. Ich bin absolut dagegen, zum Beispiel in diesem Zusammenhang den Kundenbegriff zu benutzen. Ja? Die Menschen, die zu uns kommen, die wollen wir nicht als Kunden. Wir wollen gerade keine Kundenbindung,
sondern wir wollen, dass die Leute einmal bei uns gewesen, so beraten sind, so in ihren Selbstmöglichkeiten gestärkt und unterstützt sind, dass sie uns nie wieder brauchen. Das ist der Ansatz. Deswegen wäre der Kundenbegriff hier völlig falsch. Zugleich bleibt das Problem, wie gesagt, dass wir solche Notlagen immer haben. Auch die Tafeln haben ja Vorläufer. Für Pfarrgemeinden, für Caritas-Stellen war es schon früher üblich, dass sie Speisen bereitgehalten haben. Also ich war in den 90er Jahren Caritas-Direktor in Mainz. Wir hatten eine eigene Küche. Das Erste, was die Küche morgens gemacht hat, war 2 Bütten Vollbrote schmieren. In dem benachbarten Park lebten Obdachlose in Zelten. Die wollten nicht in Unterkünfte, die waren für uns auch schwer erreichbar mit den üblichen sozialarbeiterischen Mitteln. Aber die kamen morgens und haben sich das Brot abgeholt und gut war. Und dann hat sich etwas verändert. Ich habe dann eines Tages beobachtet, wie ein Familienvater kam mit 3 Kindern. Seinen 3 Kindern sagte, sie sollen draußen stehen bleiben. Dann ging er rein, holte sich an der Pforte Brote und sagte, also ich habe 3 Kinder, so und so viel brauche ich, ging raus, machte die Tür hinter sich zu und verteilte die Brote an seine Kinder. Ja, er wollte der Ernährer sein seiner Kinder. Er wollte, dass die Kinder nicht mitbekommen, dass er diese Brote umsonst bekommt und umsonst ohne Leistung weitergibt. Er wollte nicht in dieser Almosensituation erkannt werden. Und das ist eine Veränderung, die ist was völlig anderes, als wenn wir hier und da unsteten Obdachlosen helfen, dass sie eine vernünftige Mahlzeit bekommen. Sondern hier sind Strukturen ins Rutschen gekommen, dass wir einem solchen Familienvater nicht mehr ermöglichen können, in Würde seinen Beitrag zu leisten zum Erhalt seiner Familie. Zu Hause mit ihren Kindern auch wieder essen können, Nahrung zubereiten können, was inzwischen völlig unüblich geworden ist in vielen Ländern. Wir reden jetzt nicht über Suppenküchen. Das ist die Situation mit den geschmierten Broten. Das sind Suppenküchen. Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Beispiel aus dem großen Bereich existenzunterstützende Dienste genommen. Aber wir wollen ja genau das Prinzip ja. Genau, wenn wir. Schlimm, wenn Familien mit ihren Kindern in Suppenküchen zum Essen gehen. Weil das ist eine Situation, die ist unerträglich für mich. Und deshalb finde ich es viel wichtiger, dass die Grundelemente kriegen und zu Hause. Da teile ich Ihre Auffassung. Und wenn Sie bei einer Tafel dann Lebensmittel bekommen, von deren Zubereitung Sie überhaupt nichts wissen, dann ist das auch unerträglich. Das heißt, Sie müssen dann zum Beispiel, Sie müssen so ein Tafelangebot, müssen Sie kombinieren, nicht nur mit Rezepten. Denn die Klienten, die wir zum Teil haben, das sind keine Leute, die leben können nach Beipackzetteln. Ja, sondern die müssen lernen durch die eigene Praxis. Das heißt, Sie müssen dann an die Tafel, Sie müssen an die Tafel angliedern, einen Praxisbereich, in dem das ausprobiert und praktisch erlernt werden kann. Genau, ich glaube, da berühren Sie jetzt einen sehr interessanten Punkt, also wo muss Caritas. Ich gebe Ihnen mal das. Also da müssen wir wirklich mal gucken, dass wir es nochmal in die andere Richtung kriegen. Also das ist Caritas, ja. Und damit sollte man vielleicht gucken, dass wir das vielleicht zuerst auflösen. Okay. Können Sie Ihre Kritik mal artikulieren, dass ich das dazu sagen kann? Also. Ein Obdachlosenheim kommt nach dem anderen dazu und ich frage mich natürlich, wie kann das passieren? Ich selber bin beim Jobcenter. Ich habe im Juli und August meine Miete nicht bezahlt, weil ich in eine Jugendamtsintrige hineingeraten bin. Also mein Kind ist ins Ausland verhandelt worden. Zuerst sollte das hier in ein betreutes Wohnen ab 15, also unbetreutes, betreutes Wohnen. Das hat nicht geklappt auf den ersten Anhieb. Dann hat man ein Jahr lang hinter meinem Rücken mein Kind ins Amt geholt und immer wieder angeschrieben. Das hat dadurch 20% des Unterrichts der 9. Klasse verpasst. Und dann ging es nach Norwegen. Und ich gehe zu 100% davon aus, dass da Geld an die Sozialarbeiterin geflossen ist. Es gibt keine Ansprechpartner. Ich hatte, wie gesagt, eine Intrige beim Familiengericht. 2 Monate meine Miete nicht bezahlt und das Jobcenter wollte, dass ich meine Wohnung aufgebe und an den Stadtrand ziehe. So, wie entstehen Obdachlose? Also wie entstehen diese ganzen anderen Fälle neben mir? Also mit mir hat man es nicht geschafft. Ich habe meine Wohnung noch. Ich bin verschuldet mit 2.500 Euro. Ich muss jeden Monat 200 Euro abzahlen. Und da ist natürlich, in der Mitte des Monats ist Schluss mit dem Geld. Oder früher als in der Mitte des Monats. Und diese Fälle müssen ans
an die Öffentlichkeit. Und da heißt es jetzt Gesicht zeigen. Und da würde ich gerne mal eine Broschüre zu machen. Mich damit aufgehen lassen. Da brauchen wir keine Caritas, um die Sache weiterzufliegen. Weil dieses Erhöhen von Obdachlosenzahlen, von Drogensüchtigen, also das ist ein Spiel. Und das müssen wir beenden. Also ich glaube nicht, dass Sie sagen können, dass, dass Caritas das weiterpflegt. Meine Antwort war ja nur gewesen, ein Hinweis darauf, dass Broschüren und Kochbücher nicht reichen. Ja, das war der Kern meiner Antwort. So, und die Notlage, die Sie schildern, die geht ja weit über das hinaus, was wir, ja, die geht ja weit über das hinaus, was wir jetzt im Bereich von existenzunterstützenden Diensten leisten können. Was Sie brauchen oder was wir überhaupt brauchen, ist eine andere Sozialpolitik. Nochmal, existenzunterstützende Dienste können nicht eine vernünftige Sozialpolitik ersetzen. Wer das glaubt, wer darauf vertraut, der streut den Leuten Sand ins Auge. Sondern was wir brauchen, sind ganz klare Rechtsansprüche auf Leistungen, die ein menschenwürdiges Leben sichern, ja, und die es den Menschen möglich machen, im vollen Sinn Bürger zu sein. Also wer glaubt, Sozialstaat habe nur die Aufgabe, satt, sauber, trocken, warm, sicher zu stellen, der irrt. Die Aufgabe des Sozialstaates ist es, dass Menschen souveräne, teilhabeorientierte Bürger sein können. In einer Struktur leben, die Beteiligungsgerechtigkeit, die Verteilungsgerechtigkeit, die Befähigungsgerechtigkeit sicherstellt. Das ist das klare. Okay, das ist aber ein großer Plan. Ne? Ja, und das darf, ja. Ja, das müssen Sie aber kleinteilig, das müssen Sie als großen Plan ja. haben, damit Sie kleinteilig auf allen Ebenen immer wieder konsequent an diesem Ziel arbeiten. Ich glaube, dass der Einwurf von der Dame, ja, ich glaube, dass Sie da absolut recht haben und gleichzeitig glaube ich, dass die Dame auch recht hat, dass wenn man einsteigt in die verschiedenen Dienste, dass da auch eine Menge schief gehen kann. Und ich glaube, das war der Punkt zu sagen, es heißt nicht automatisch, wenn ein Dienst benutzt wird, dass danach dann tatsächlich das Problem gelöst ist, sondern manchmal hat man mehr Probleme als vorher. Und das, finde ich, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, das kann auch sein. Aber darf ich jetzt, hier sind jetzt noch zwei, drei andere, Sie hatten Ihren Punkt jetzt gemacht. Ich würde noch ganz gerne eine Entschuldigung wünschen, also die Suppenküchenbesucher und die Tafelbesucher sind keine bildungsferne Geschichten. Also da würde ich mir jetzt wirklich eine Entschuldigung wünschen. Also dem möchte ich eigentlich wirklich zustimmen. Beschämend ist eigentlich zum Anfang, dass Sie da was in den Raum geworfen haben mit Ihrem Button, der angeblich tragen wird, was die Menschen kennzeichnet. Traurig ist, warum Sie nicht sagen, wie, was, wo. Also Sie behaupten hier etwas, was Sie eigentlich nicht belegen. Weiterhin beschämend für Menschen, die dorthin gehen, kann ich eigentlich gar nicht feststellen. Es ist traurig für diesen Staat, dass er nicht schafft, die Menschen richtig in Lohn und Brot zu bringen. Und Sie als Caritas, also da halte ich Ihre Äußerung irgendwo für vollkommen verkehrt. Die Menschen müssen sich halt anstellen. Es wird das Obst gesammelt, die Lebensmittel werden gesammelt und müssen gerecht verteilt werden. Und dazu müssen sich die Leute anstellen. Dazu haben wir Räumlichkeiten, die wir nicht gemietet haben, die wir Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt bekommen. Und das sollten Sie irgendwo berücksichtigen in Ihrer Diskussion. Das liegt mir völlig fern, die Würde der Betroffenen in irgendeiner Weise zu schmälern. Ja? Aber wir stellen das immer wieder, und wo ich Ihnen sofort recht geben muss, die Nutzer von all diesen Diensten sind sehr unterschiedlich, kommen aus sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Und da sind aber auch Menschen drin, denen wir zum Beispiel mit einer Broschüre nicht helfen können. Ja, und für die brauchen wir zusätzliche Angebote. Wer die Hilfe, die sie nicht brauchen, die fragen sie auch nicht ab. Ja, das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu pädagogisieren. Ja, es geht auch nicht darum, irgendein Mittelschichtsideal über breite Gruppen zu streuen. Sondern es geht darum, für sehr unterschiedliche Gruppen sehr unterschiedliche angepasste Angebote zu haben. Und jemand, der schon bisher in seinem Leben, und das gibt es eben auch, Schwierigkeiten hatte mit Lesen, Schreiben, mit dem Anwenden von Betriebsanleitungen und dergleichen, für den muss es auch ein anderes Angebot. Gut, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, Herr Junge. Jetzt haben wir noch mehrere... Eine Entschuldigung haben.
Dafür für die bildungsfernen Schichten der Tafelnutzer. Können Sie sich dafür entschuldigen, Herr Junglers? Dann müsste ich mich dafür entschuldigen, dass ich gesagt hätte, alle Nutzer der Tafel sind bildungsfern. Das habe ich aber nicht gesagt. Sie haben jetzt gerade wieder was gesagt. Also, die schon immer Schwierigkeiten mit dem Lesen hatten? Nein, dass es auch solche Nutzer gibt. Dass es auch solche Nutzer gibt. Die gibt es sicherlich auch. Vielleicht können wir es jetzt einfach so erstmal stehen lassen, dass es rübergekommen ist bei einigen. Ich habe auch gezuckt und habe gedacht, Moment. Es gibt viele Tafelnutzer mit ganz unterschiedlichen Bildungsgraden. Und auch mit Doktortitel, davon wird es noch mehr geben. Okay, Sie sind jetzt sowieso dran. Ja, fangen wir dann mit den Bildungsgraden an. Bei meiner Person. Ich bin eine Person mit einer Lernbehinderung, die in einem Behindertenwerk für behinderte Menschen arbeitet. Und da haben wir feste Arbeitszeiten. Und da ist es auch für viele gar nicht möglich, zur Tafel hinzugehen. Es haben wir nur die Glück, wie mein Freund, der in Wedding wohnt, und zur Badstraße in die Kirchengemeinde da auf der Ecke gehen kann, wo ja auch eine Ausgabe ist. Weil die Ausgabe findet dann am Samstag statt, da hat er Glück. Aber ich müsste immer nach Spandau zu einer Gemeinde hin, ich würde mir dann die Nase stoßen am Samstag. Ich müsste mich irgendwie am Freitagvormittag irgendwie hingehen. Und bis 12 Uhr bin ich in der Werkstatt, habe ich auch meine Arbeitszeit. Das ist gar nicht möglich, denn für viele behinderte Menschen dahin zu gehen. Und wir Menschen mit Behinderungen, Menschen, die meisten, die eine Lern- und eine geistige Behinderung haben, wir haben keinen Schulabschluss. Ich sitze jetzt hier vor euch allen ohne einen Hauptschulabschluss, kein Realschulabschluss, kein Abitur, keine Ausbildung, nichts. Ich sitze da wie ein 15-jähriger Jugendlicher, der noch auf dem Weg dorthin ist. Und das finde ich auch sehr schade. So viel jemand zu der Bildung. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Gemeinde in der Badstraße nochmal da. Da kommen wir auch mit dem Bus vorbei, ein paar Mal rein mit meinem Freund aus Darmstadt schon da. Ich habe ihn einfach dann begleitet nur dann und mit gewartet. Das darf man ja machen. Und er hatte dann ein paar Sachen bekommen, da, aber auch nicht so viel. Und dafür muss er elends lange warten. Und dann auch noch bei Wind und Wetter, bei Hitze, bei Kälte, bei Regen. Die Leute müssen draußen vor der Tür stehen. Selbst einer, der gehbehindert ist. Und der braucht irgendwie schon so irgendwie da, der fast umfällt. Ja? Und das kann es eigentlich auch nicht sein, sag ich mal. Da war ich sehr erstaunt über den Fahrern hier vorne von der Evangelischen Kirche, dass man da wirklich sehr respektvoll mit den Menschen umgeht. Und das muss da an der Badstraße bei den Kollegen hier auch sein. Dass solche Menschen, die einen Bildungsausweis vorzeigen, so wie ich, die Rückenprobleme haben, dass solche Menschen dann auf die Kirchenbank können und sich hinsetzen können. Und nicht draußen im Regen stehen müssen. Und im Regen soll niemand. Ja! Also jetzt habe ich nochmal eine Frage an die Tafel nochmal. Für wie kann dann das geregelt werden, dass ich zum Beispiel auch dahin gehen kann? Könnte ich da auch nochmal zu meinen Freunden gehen am Samstag, wo die Ausgabe am Samstag ist? Ist das da eigentlich dann möglich? Wegen der Uhrzeit, weil ich ja in der Werkstatt bin und am Freitagvormittag um 11 Uhr, zwischen 10 und 11 Uhr, wieder nicht hingehen kann. Wäre das eigentlich möglich dann? Nee, leider nicht. Wir haben das ganz bewusst so geregelt, dass jeder Kirchengemeinde bestimmte Postleitzahlen zugewiesen sind, sodass die Menschen, die in der Nähe um diese Ausgabestelle rum wohnen, sich dann zu der festgelegten Zeit Lebensmittel abholen können. Das ja, aber wenn wir in der Bildungswerte sind zwischen 10 und 12 Uhr, wir können nicht ständig Urlaub nehmen. Wir haben eine 35 Tage Urlaub im Jahr. Wir haben, das ist ja das Problem. Problem. Dafür können wir nicht immer Urlaub nehmen. So dann wird auch unsere Kumpel immer sagen, ey, hier, du spinnst, du bist hier zum Arbeiten und nicht immer zum Essen holen gehen. Ich gebe es zu, dass dieses System ganz bestimmt für viele, viele, viele Menschen nicht richtig ist. Und ich nehme auf jeden Fall diesen Gedanken auf, dass da die Leute im Regen und Schnee stehen, das finde ich auch nicht gut. Das nehme ich mit. Aber auch bei den Behinderten, bei den Werkstätten. Oder man müsste auch, wie es vorhin schon gesagt wurde, ich habe es selber auch mitbekommen, weil ich mal in so einer Maßnahme mal gewesen bin, die Worte auch von der Tafel einmal die Woche mit Essen beliefert, von so einem großen Ford Transit, der voll war. Den haben wir deswegen mit ausladen helfen müssen. Haben wir mit angepackt, immer raus mit den Kisten. Naja, und vielleicht kann man das ja auch wieder in der Werkstatt machen. Das war eine Ausgabe in der Werkstatt machen, so in der Mittagspause oder so. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann können wir da hingehen. Und unsere Tafel voll machen. Nein, es muss ein gewisses... Okay, das war eine Anregung. Wollen Sie noch ganz kurz dazu was sagen, weil wir haben noch ein paar Meldungen. Ganz kurz dazu was sagen. Es muss... Wie viel Stunden arbeitest du? Ich arbeite 4 Stunden. Also eine 20-Stunden-Woche. Im Moment, weil ich eine verkürzte Arbeitszeit im Moment habe, weil ich war jetzt 10 Jahre ohne Arbeit gewesen, habe ich im Januar wieder angefangen in dieser Werkstatt für behinderte Menschen. Ich bin in der Bodengruppe tätig, also ich mache so Bodengänge hier, so die Stadt, hier und dorthin, zu verschiedenen Adressen, bringe ich Post hin und so, wie auch meine Kollegen. Und da ich jetzt angefangen habe, bin ich jetzt so in dem sogenannten Berufsbildungsbereich. Die ersten 2 Jahre, wenn Menschen in einer Werkstatt anfangen, ganz neu.
Meistens sind das die ganzen Jungs, die so von der Schule kommen. Meistens. Stundenlohn ist ein kleiner Patent. Ich kriege jetzt einmal 63 Euro im Monat. 60 Euro für 20 Stunden. Also ja, ja. Ja, also wir behinderten Menschen bleiben eigentlich immer bei der Tafel. Wir bleiben der Tafel erhalten, da können Sie sich freuen, was so das Wort ist. Einmal Tafel, immer Tafel, soll ich sagen. Also ich möchte aber dazu ganz direkt noch was sagen. Ja. Sie haben die Möglichkeit, eine Bescheinigung jemand Bekannten, Befreundeten in Spandau mitzugeben. Und diese Person, Sie müssen sich einmal in Spandau registrieren lassen in der richtigen Ausgabestelle. Und dann können Sie mit dieser Bescheinigung wen auch immer hinschicken und dann können die Lebensmittel für Sie abgeholt werden. Weil das Problem halt, nein, ich möchte wirklich jetzt diesen einen Gedanken einmal zu Ende sagen. Ach, danke. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen, also jetzt muss ich Zirkusdirektor spielen, wir sind jetzt ein bisschen in der Zeitnot. Ich glaube, der Punkt ist angekommen und es ist auch sehr wichtig zu hören, was Sie real verdienen. Ja, aber ich würde gerne von ihr wissen, ob sie lieber einkaufen gehen würde. Wenn sie vernünftig im Lohn haben. Ja, wenn Sie lieber einkaufen gehen, ja. Ja, also ich glaube, da wird es kaum einen geben, der Nein sagt. Jetzt haben wir noch zwei. Arbeitslos oder die schon Rentner sind, die dann Zeit haben. Habe ich nicht. Die meisten Bürger haben keine Freunde, weil die Gesellschaft so krank ist, unsere Gesellschaft, in der wir leben. Oh, darüber können wir eine ganze Woche reden und da haben Sie, leider haben Sie da einen ganz wichtigen und wunden Punkt angesprochen. So, jetzt haben wir noch zwei Wortmeldungen und dann müssen wir zur nächsten Runde. Das heißt, wir müssen uns jetzt versuchen, so kurz wie möglich zu fassen. Ja, um nochmal kurz auf den Fahrrad zu kommen. Es geht mit den Lebensmitteln. Sie haben vorhin gesagt, es werden zu viele Lebensmittel weggeschmissen. Mir geht es nicht um die Lebensmittel, mir geht es um die Menschen, die zu den Tafeln gehen. Und wenn dann jetzt die Tafel in Essen auf einmal Aktion macht, lange Tafeln, und dann wird gekocht für die Bedürftigen. Alleine das Wort Bedürftige ist schon eine Beleidigung für die Menschen. Und wir sollten endlich aufhören, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den Schichten. Wir sind ein Staat, diese Quatsche von Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht ist langsam, hat rassistische Züge, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wir haben einen Staat, der sozialrassistisch ist. Und wir können, Artikel 1 ist nur eine Anreihung von Worten ohne Bedeutung in diesem Staat. Und das ist schlimm. Und wenn dann beim Presseclub einer sagt, wir schicken Medikamente nach Griechenland, dem Herrn Naumann sind die Leute in Griechenland scheißegal. Man muss an die Ursachen dieser Sachen rangehen. Und der Staat, das Wort sozial muss auch mal wieder dazu gebracht werden, dass das Wort sozial Bedeutung hat. Und wenn die SPD zu ihrem Wahlparteitag sich freut, dass sie den Bundesvorsitzenden der Deutschen Tafel einladet, dann zeigt, wessen geistes Kind die sind. Aber gut, das wollen wir anrufen. Danke. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir statt Bedürftigen vielleicht Zwangsverarmten sagen. Ich glaube, das trifft es besser. Ich bin Schauspielerin aus München. Ich bin durch Krankheit in Hartz IV geraten. Am Sonntag bin ich hier mit meinem Harzkrosikel. Und ich möchte da nochmal anschließen. Die bildungsfernen Schichten stoßen mir auch gewaltig auf. Was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, gerade mir ist es besonders aufgefallen, weil ich eben in der Öffentlichkeit gestanden habe und mit viel Anerkennung zu tun hatte, dass sobald man als arm aufgespürt wird, man auch als blöd hingestellt wird. Und als nicht mehr fähig, die eigenen Dinge zu regeln. Das ist mir sehr oft passiert, auch bei irgendwelchen Stiftungsanträgen oder so. Und wenn ich sowas höre wie, ja, unsere Leute oder Kunden oder was immer, die können ja nicht kochen, muss ich sagen, ich kenne eine ganze Reihe von Akademikern, von Schauspielern, von hochgebildeten Menschen, die an der Tafel stehen, die auch kochen können und die das zu erleiden haben. Und mich stört das auch gewaltig und ich würde mir da auch eine Art von, nicht Entschuldigung, aber eine Richtigstellung wünschen, weil es ist einfach, es ist unerträglich und ich merke auch wieder eine große Wut aufsteigt, die ich als kollektive Wut wahrnehme, wenn ich höre, ja, ihr könnt ja nicht kochen und ihr könnt und ihr seid sowieso zu blöd. Vielen Dank.
Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, mir würde das Wort jetzt Bedürftige überhaupt nicht über die Lippen kommen. Ich habe es nur so gesagt, weil wir sind wirklich alle Menschen und jeder kann in eine Notlage kommen. Und das kann eben ein Schauspieler sein, ein Dokumentarfilmer, es kann aber auch einfach jemand sein, der auf dem ersten Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance hat. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Wir sind alle Menschen und es geht eigentlich, es ist einfach insgesamt in unserer Gesellschaft ja das Dilemma, und dagegen müssen wir alle ankämpfen, und zwar gemeinsam, dass eben Menschen, die wenig Geld haben, sofort marginalisiert werden und leider auch dann schnell für blöd bezeichnet werden. Das ist, da kommen wir nur durch eine andere Grundhaltung hin. Und ich habe mir selber verschiedene Tafelausgabestellen gesehen und ich finde das auch, dass die Wut auf die einzelnen Tafelausgabestellen manchmal so hoch ist, liegt auch daran, dass es demütigende Situationen gibt, dass Leute im Freien stehen müssen, dass es so eine Art von Mildtätigkeit von oben herab gibt, wo mir auch schlecht wird. So. Und ich glaube, das ist von daher eine große Aufgabe, zu sagen, was ist eigentlich wirklich eine was sind zivilgesellschaftliche solidarische Antworten. Und wie können wir auch selbstbewusster sagen, okay, wir sind im Moment arm, aber wir sind alles andere als blöd und wir bekämpfen gemeinsam die Armut. Ja, ganz kurz und dann müssen wir langsam zur zweiten Runde. Ihnen wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich den Begriff bildungsfern überhaupt nicht benutzt habe. Ja, sondern ich habe nur gesagt, wir haben unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Unterstützung brauchen. Daran halte ich aber auch fest. Weil ich nämlich daran auch deswegen festhalte, weil ich im bildungspolitischen Bereich mich zum Beispiel wieder dafür einsetze, dass jeder und jede Zugang hat zu unserem Bildungssystem, unabhängig von der Herkunft, unabhängig von irgendwelchen sozialen oder sonstigen Voraussetzungen. Und da kann ich nicht einfach so tun, als ob es das Problem nicht gäbe, dass es Hürden gibt im Zugang zu unserem Bildungssystem. Aber erwähnt werden immer die Bildungsfernen. Erwähnt werden immer. Ja, aber nicht von mir. Nicht von mir. Ich will eine angepasste, angemessenes Angebot für unterschiedlichste Gruppen. Das ist der Ehrgeiz, den wir verfolgen. Und nicht ein Universalangebot, wo jeder halt annehmen muss und sagen muss, friss oder stirb. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir ein Problem. Können Sie Ihren Kommentar oder Ihre Frage auch nach der zweiten Runde machen? Weil wir sind eigentlich schon in der Kontrarunde. Und deshalb würde ich gerne, ne, können wir das machen? Also das heißt, Sie können das Mikrofon auch erstmal da festhalten. Und es gibt es jetzt noch eine allerletzte Wortmeldung, die unbedingt einer von den drei Kollegen hier war. Ich finde großartig, dass Sie jetzt auch angesprochen haben, das Thema Bildung. Aber dann wünsche ich mir von Ihnen, wie allen anderen, dass Sie kritisieren, dass im Regelsatz, im alten Regelsatz für Bildung 0 Zins vorgesehen waren und im neuen Regelsatz nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 1 Euro. Und das ist der Punkt. Ich will es mal abschließen, vielleicht aus meiner Sicht. Ich bestreite nicht die Notwendigkeit der Existenz solcher Hilfsorganisationen. Ihnen muss nur klar sein, dass Sie damit nicht die Not wenden und deswegen müssen Sie sich auf dem zweiten Standbein auch stark machen, das, was wirklich notwendig würde, das müssen Sie auch vertreten und offensiv vertreten mit Argumenten. Das ist mein Grund. Ich halte das Mikrofon jetzt mal fest. Wenn Sie die heutige Meldung zum Bildungs- und Teilhabepaket des Deutschen Gardesverbandes lesen, dann werden Sie feststellen, dass wir genau das machen. Ja, wir finden uns genau nicht ab mit dem, was uns verkauft wird als sozialstaatliche Leistung. Wir sagen, der Regelsatz muss erhöht werden, dieses Paket muss gänzlich anders gestrickt werden, damit die Menschen überhaupt den Anspruch, den sie haben, auch wirklich umsetzen können. Also ich glaube, auf dem Bein sind wir wirklich stark. Da
müssen wir, glaube ich, nicht zurückschrecken. Okay, okay, die Diskussion ist, wie wir sehen, richtig in Gang gekommen. Also, wir machen jetzt weiter mit der Kontrarunde. Ich bedanke mich ganz, und Sie sind ja hier, Sie bleiben im Publikum und Sie können auch jederzeit sich wieder zu Wort melden. Herzlichen Dank, Herr Jonglas. Mit Wasser, das Wasser ist für alle da, noch. Herzlichen Dank, Frau Wehrt, herzlichen Dank, Herr Storck. Nun kriege ich auch Wasser, das ist gut.